Insgesamt blickt mein Nova-Chef Konstantin Alzheimer auf ein alles in allem zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2012. Trotz eines schwierigen Marktumfelds stieg der Umsatz erstmals auf rund 2 Millionen Euro. Unterm Strich verringerte sich das Konzernergebnis aber von 96,3 auf 78,7 Millionen Euro. Unser Kerngeschäft hat sich genauso behaupten können, wie das im Vorjahr der Fall war. Wir mussten einige Sonderfaktoren verkraften. Dazu zählen etwa die Rückstellung von weiteren Beträgen für das Wasserkartellverfahren. Dazu zählt etwa die Wertberichtigung unseres Kraftwerkes in Irsching. Das sind Sonderfaktoren, die wir verkraften mussten, auch verkraftet haben. Entscheidend ist, dass unser Kerngeschäft aber stabil geblieben ist. Für die große Herausforderung der Gegenwart und mit Sicherheit auch der Zukunft, die Energiewende, sieht der Vorstandsvorsitzende sein Unternehmen gewappnet. Die neue Entwicklung bietet aber nicht nur Risiken. Die Chancen der Energiewende für die Mainova sind vorhanden, sogar partiell sehr deutlich. Weil wenn Sie zum Beispiel sehen, dass Gas als Medium eine Speicherfunktion einnehmen kann, dann resultieren hieraus für die Mainova große Chancen. Wir sind ein gaslastiges Unternehmen. Also insofern, die Energiewende strapaziert uns, sie stellt uns vor Herausforderungen, aber die Energiewende hält auch Chancen für uns bereit. Doch um diese Chancen zu nutzen, gilt es für die Politik, den Weg zu ebnen. Es gibt widersprüchliche, irritierende Entscheidungen der Politik. Wir sind aber darauf angewiesen, Gelder zu investieren, die 10, 20, 30 Jahre lang Bestand haben müssen und ihr Geld zurückverdienen müssen. Das heißt, wir brauchen Klarheit, wir brauchen Investitionssicherheit. Dabei sollte die Energiewende nach Ansichten des Energieversorgers so weit wie möglich über Marktmechanismen und nicht etwa über Eingriffe des Staates koordiniert werden.